wie du jetzt hier anfängst, meine Freunde. Ich sind live! Ich sind live! Unbedingt den Livestream auschecken. Dankeschön! Unbedingt auschecken! Ich schreibe! Yes! Schau Leute, was geht? Willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute Alperstein. Alperstein, was geht ab? Meld dich doch mal ganz kurz. Danke dafür an der Stelle, meine Freunde. Alarm! Leute, ich habe heute was ganz, ganz Besonderes für euch geplant. Und zwar habe ich mir heute Alphastein nochmal geschnappt. Ja, dieses Mal kam die Aufnahmeidee von mir. Ich habe mir jetzt Alphastein. Wir schauen uns heute mal an, wie wir beide uns kennengelernt haben. Der erste Moment, wo wir uns kennengelernt haben, war tatsächlich im Livestream, meine Freunde. Und dieser Livestream war ungefähr, glaube ich, im Juni. Gibt's den nicht mehr. Nee, den gibt's nicht mehr leider, den Stream. Den Stream gibt's leider nicht mehr online, aber wir haben einen kleinen Ausschnitt davon. War im Juni ungefähr, glaube ich, so Mitte Juni muss das gewesen sein. Und da habe ich das erste Mal quasi Alphastein kennengelernt. Schauen wir mal ganz kurz da rein, meine Freunde. Wir gucken uns jetzt so ein bisschen unsere Historie an. Und eine Sache sage ich euch, ja. Es wird maximal unangenehm. Glaubt mir, meine Freunde, wir werden beide hart cringen, weil unsere Stimmen, unsere Gesichter und alles, was von damals online gewesen ist, Gesicht, uns ja, gut, Gesicht jetzt bei dir an der Stelle nicht. Danke. Ja, alles klar. Ich würde sagen, wir fangen an. Let's go. Okay. Das ist der Stream, meine Freunde. Schaut doch an der Stelle, wie groß meine Facecam ist. Absolut geil. Ja, richtig cool, Mann. Der macht die besten Videos. Der macht so Videos wieder so Survival-Spiel. Kannst du dir vorstellen, dass ich heute sagen würde, Alphastein macht die besten Videos? Nein, niemals. Alter, Junge, nie im Leben. Ey. Was war da los? Damals war ich noch Fan von mir. Damals war ich ein cooler YouTuber. Ich war Start-up. Digga, Start-up. Es gab viele Investoren. Es gab keine einzigen Investoren. Der Einzige, der dich gepusht hat, war ich. Und ich bereue es bis heute. They ask you how you are, you just have to. Hier haben wir auf jeden Fall auch ein richtig nice Spenden-Goal. Ich habe 187.400 Euro gesammelt für den Audi R8. Nice. Ich bin der Survival Games. Ja, genau so klingst du doch, oder? Ja. Gut, das Video brauchen wir uns jetzt nicht angucken, weil es ein ganz normales Alphastein-Video ist. Also kompletter Clickbait auf jeden Fall an der Stelle. Hier labert er quasi nur ein bisschen darüber, wie ich ihn im Stream erwähnt habe. Und das war's. Absolut geil, Alphastein. Hast du schön auf meinen Nacken ein bisschen Profit gemacht. Das passt an der Stelle. Hier haben wir tatsächlich unseren ersten wirklichen Talk, beziehungsweise unsere ersten gemeinsamen Teamspeak-Session. Und zwar in einer Folge vom Ultratalent. Die ist tatsächlich am 31.07.2015 online gekommen. Das ist jetzt tatsächlich gut 4 Jahre her. Also quasi vor ungefähr 4 Jahren roundabout haben wir uns das erste Mal gesprochen, Alphastein. Wie fühlt sich das an für dich? Gut, halt die Fresse. Das passt schon. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach direkt mal ganz kurz rein. Ja, ich sage euch eins, Leute. Was denn? Die Stimme war ja voll anders. Ja, aber das ist in Ordnung, weil es ist jetzt für uns beide unangenehm, uns von damals zu sehen, okay? Ich sag dir, das war wieder ein Mitarbeiter von Zalando, der wieder irgendwie so eine Art hier reingeschickt hat, Alter. Ganz kurz an der Stelle, Fred und ich hatten damals ein Format, das hieß Ultratalent. Da haben wir Leute quasi in den Teamspeak gemoved und die haben ihre Talente vorgestellt. Alphastein hat sich das natürlich nicht nehmen lassen und alle seine Freunde damals haben ihm bestimmt gesagt, Alpha, du musst unbedingt dahin. Alpha, geh ins Ultratalent, sing da irgendwas. Alpha, du bist so lustig. Ha, ha, ha. Und mit diesem Video, meine Freunde, hat der ganze Haufen, den wir heute Freundschaft, würde ich jetzt nicht sagen, aber Arbeitsbeziehung nennen, seinen Lauf genommen. Schaut mal ganz kurz rein, Leute. Es wird so unangenehm. Wie sah ich damals bitte aus? Was kannst du? Diesmal. Hallo? Gar nichts, ja. Ich kann gar nichts, ja. Deine Stimme. Was kannst du? Ey, die klingt so anders. Die klingt so anders, Alter. Du hast auch damals in so ein Aldi-Mikrofon reingesprochen. Ich weiß, wer das ist. Das ist Alphastein. Oh, Junge. Alter. Diese Rumgeflüster, das machst du zum Glück nicht mehr, ey. Kannst du das ASMR. Ja, bitte nicht, Alter. Du warst damals der Erste, der ASMR gemacht hat. Du hast damals erfunden. Ja, sing bitte singen? Was. Keine Ahnung. Alter, Junge, deine Stimme ist 20 Oktaven höher. Ja. Was denn das für ein Lied? Keine Ahnung, instrumental irgendwas. Ja, mach einfach mal. Copyright draufgeschrieben damals. Oh mein Gott, Stein. Hör dir deine Stimme mal an. Ist das dir unangenehm? Ist das dir unangenehm, Stein? Ob es dir unangenehm ist, war die Frage an der Stelle. Ja, Leute, das war auf jeden Fall, wie gesagt, der erste Moment, wo ich mit Alphastein das erste Mal Teamspeak geredet habe. Danach haben wir, glaube ich, sogar Skype erstmal ausgetauscht und du hast so einen Skype-Prank an mir gemacht. Keine Ahnung, der ist hier bestimmt auch irgendwo verlinkt. Nichts Besonderes, aber trotzdem eigentlich eine nice Geschichte gewesen. Danach, meine Freunde, ging es direkt weiter und wir haben gemeinsam Masterbuilders gespielt, ja? Wir haben gemeinsam Masterbuilders gespielt, aber vorher eine Runde Cops and Robbers, Alter. Und die ist auch sehr, sehr unangenehm. Also ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, Alphastein kommt gut bei den Leuten an. Du musst manchmal auch darüber lachen, was er macht. Also machst du mit ihm zusammen Videos. So. Ganz simples, dummes. Also Stein, ich sag's dir ehrlich, ja, als Mensch mag ich dich nicht, aber für die Views, da tust du mir immer gut, okay? Cops and Robbers ist ein Format, wo man quasi als Gefangener in Minecraft aus dem Gefängnis ausbrechen muss. Obercringe, aber Alphastein war an der Stelle hier der Cop und schauen wir da mal ganz kurz rein. Ja, und jetzt? Yo, wie ist Gewitter?
Mit Patrick und Kaddel zusammen, Alter. Mit Patrick, Junge. Alles klar. Junge, bleib hier, ja. Deine Stimme, Stein. Ich versteh dich mal, was ich sage. Man versteht überhaupt gar nichts, Alter. Du hast damals, glaube ich, in eine Socke reingelabert oder sowas, Digga, wo du 10 Minuten vorher reingewäscht. Riecht auch gut. Das war so ein 30-Euro-Mikro. Ja, das hört man, Junge. Das hört man, Alter. Doch, doch, ich bleib hier, okay? Alter, nein. Doch. Darf ich Menschen essen? Doch, lass mich hier bitte, okay? Ich passe ich passe hier die Tür auf, ja, dass sie nicht kaputt geht. Ich war zu nervös, Mann. Wie du auch die ganze Zeit einfach nichts sagst, Junge. Alles klar, okay. Guck mal, wie du mich einfach gehen lässt. Wieso? Du gehst einfach? Ja, ich war nervös. Heute hätte ich dich gekillt. Nein, hättest du nicht. Du hast mir vertraut, du hast mir vertraut. Und alles ist uncut. Hallo Leute. Ja, alles ist uncut. Hallo? Nichts geschnitten, Junge. Nichts geschnitten damals. Bester Content. Und sowas hat 3-4 Millionen Aufrufe, Alter. Junge. Alter, machen wir alle. Oh mein Gott, ey. Wie oft ich diese Cops and Robbers Map gespielt habe damals. Ich schwöre, ich könnte diese Map heute nicht mehr betreten, ohne einen Anfall zu bekommen. Was ist denn mit dir, Kaddel? Ja, guck dir Kaddel an, Alter. Junge, Patrick auch mit diesem Standard-Skin. Alter, deine Stimme, Junge. Alverstein, du klingst wie ein 7-Jähriger. Was ist denn mit dir? Alter Schwede. Damals war alles anders. Damals war alles anders unangenehm, würde ich fast schon an der Stelle sagen. Ja gut, okay. Gucken wir mal ganz kurz hier rein. Lachfläche des Todes, Masterbilder Elite mit Alverstein. Das Video ist tatsächlich auch von 2015, vom 8.10.2015. Mit Rotpilz gemeinsam entstanden. Alter, was war das, Junge? Wieso habe ich die Videos damals 9 Minuten 55 gemacht, ich Idiot? Warum war ich so unglaublich dumm, Digga? Was ist aus mir geworden? Damals war ich real, heute bin ich fake. Was ist los, Alter? Okay, hör ganz genau hin, Stein. Was hat deine Mutter damals von dir gedacht? Was müssen deine... Ich hab nur mit euch aufgenommen, wenn die alle nicht mehr da waren. Junge, Alter, besser ist es auf jeden Fall an der Stelle. Gut, wir labern hier so ein bisschen, bauen ein Geschenk. Harter Typ auf jeden Fall. Ey, guck mal, Junge, ich hab nichts geschnitten, gar nichts, Alter. Ich hab 3 Schnitte gesetzt in Premiere, das einfach hochgeladen. Guck mal, diese runden Facecams auch, Digga. Wie viele Aufrufe hat er? 970.000 Aufrufe. Alter, dafür schneidet Leo heute 3 Tage. Was soll denn das? Früher war alles einfacher, Leute. Oh, Junge, deine Stimme. Man hört, wie du nervös bist. Man hört das richtig, Alter. Aber es war mir egal. Ich hab's einfach hochgeladen. Ich bin einfach nur abogeil. Guck mal, damals hat Rumpus noch regelmäßig Videos gemacht. Erinnerst du dich, Alter? Ist ja real, wie du wolltest, Abbas. Alter, Junge. Cringe sein Vater, Junge. Cringe sein Vater. Hauptsache irgendwas sagen. Weißt du, Rumpel zustimmen. Ist ja real, wie Alter, du wolltest Abbas. Junge, ich krieg meine Stimme nicht mal so verkrüppelt, verstellt, so wie du das damals gemacht hast, Alter. Ja. Also ich weiß wirklich nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum ich damals gesagt habe, dieser Junge ist lustig. War es die Stimme oder war es einfach das, was du gesagt hast? Keine Ahnung, ich kann es dir bis heute nicht erklären, aber du weißt es auch nicht, oder? Nee. Aber es funktioniert irgendwie, keine Ahnung warum, Alter. Irgendwie, ja. Was passiert jetzt hier? Hä? Wie soll man denn das Paketband außen um das Geschenk drüber machen? Komm da runter, Junge. Oh mein Gott, ich hab schon wieder gehört. War das dein Soundboard, Junge? War das dein Soundboard, Stein? Ey, das ist ja mal ultra, ultra unangenehm, dass du diesen Joke mit diesem Soundboard bis heute durchziehst, oder? Nein. Halt deine Fresse, Mann. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, wenn ich Alverstein im Teamspeak move, erstmal 20 Minuten K-Pop, den ich höre, ja? Und dann geht's weiter und es wird erstmal jeder Soundeffekt ganz kurz gespammt. Bitte, mach mal. Ja, genau. Genau das Ding. Und dann können wir erst anfangen zu reden. Also es ist nicht möglich, unter 2 Minuten... Ja, ich muss ein Intro machen. Nein, musst du nicht. Nein, musst du nicht. Wir reden miteinander. Ich bin kein gemeiner Mensch. Du bist ein absolutes Opfer, bist du. Pass auf, wir schauen es nochmal ganz kurz. Noch nie von diesem Random gehört. Diesen Sky-Prank an Revinzer, an meine Freunde. Das ist wirklich auch Next-Level-Cringe, ja, was Alverstein da gemacht hat. Das ist öffentlich. Das ist öffentlich, ja. Warum hast du das Schmocke-Intro? Oh, lol. Alter. Ach, Junge, Alter. Guck dich an, Alter. Minecraft-Intros, Junge. Willkommen, bitte. Soll ich ein Video mit Krevi machen? Alter, dann guck dich Stimme. Das an. Deine Stimme. Guck ihn einfach mal an. Was ist das für ein Bild? Ein Profilbild. Was ist das? Ja. Krevi? Hm. Hast du Zeit für eine Aufnahme? Nein. Was ist das für ein Video?
Dich Kevin wirklich? Ah, daher kommt dieser Joke, dass alle gedacht haben, dass du Kevin heißt, ne? Ja, war es das Video? Nee, du hast das aufgenommen. Du. Rage. Hä? Was ist das für ein Video, Alter? Was ist das für ein Video, Junge? Was? Hä? Hä? Junge, das ist ja der übertriebene Crap-Content. Das ist ja nicht mal irgendwie Meme-Content oder sowas. Junge, diese Stimme, Alter. Ich kack ab. Ich kann nicht mehr. Leute, das waren auf jeden Fall die ersten Videos, die Alpha Stein und ich gemeinsam aufgenommen haben. Absolut Next Level. Ich würde sagen, wenn ihr wollt, dass ich diese Zeitreise mal mit Paluten oder anderen Leuten mache, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da schaut gerne bei Alpha Stein vorbei. Ich hoffe, Alpha Stein, dass es weiterhin so gut läuft bei uns beiden. Ich hoffe, dass du dich weiterhin stimmmäßig weiterentwickelst. Ja? Hab ich auch. Ja, ich hoffe, dass du irgendwann in den Stimmbruch kommst. Ja, aber guck hin. Und damit bin ich für heute raus, meine Freunde. Creator Code Revinzeit. Ihr wisst Bescheid. By the way, stream ich gerade auch im Moment, also gönnt euch das auf jeden Fall rein. Bis dann. Ciao. Alter!